Guten Tag. Dieser Beitrag wird dir präsentiert von der Hannoverschen Kaffeemanufaktur. Für Freunde und Genießer. Interessiert dich nicht die Bohne? Sollte es aber. Im gestrigen Livestream auf TikTok gab es wieder einen großartigen Austausch. Und dieses Mal war die Frage, die am häufigsten auftauchte: Wie kann ich als angehender Musiker, Musikerin, Musikproduzent, Musikproduzentin Geld verdienen? Die Grundvoraussetzungen sind natürlich erstmal Talent und Fachwissen. Letzteres kann man sich heutzutage deutlich einfacher drauf schaffen als früher. Ihr habt nämlich mit wenigen Klicks umgehend Zugriff auf alle relevanten Informationen. So weit, so gut. Ihr seid also talentiert und könnt auch brauchbares Audiomaterial zusammenschrauben. Und wie verdient man jetzt Geld damit? Ihr müsst euch sichtbar machen. Das war tatsächlich schon immer so und hat sich bis zum heutigen Tage nicht geändert. Wenn niemand weiß, dass es dich gibt, wird dich auch niemand kontaktieren. Wenn du ein Ausnahmetalent bist, aber nur zu Hause sitzt, ruft dich keiner an. Ich bin doch das beste Beispiel. In der Hochphase der Corona-Pandemie habe ich gedacht, es ist alles vorbei. Keine Live, keine Studiojobs, keine Buchungen im Studio, keine Mix- und Masteraufträge. Es passierte einfach gar nichts mehr. Und dann kam ich auf die Idee mit den Videos hier. Ich habe mich vor die Kamera gesetzt und gebe Tipps und Tricks rund um die Musikproduktion. Und oh Wunder, durch diese Sichtbarkeit funktioniert es wieder. Wenn dich keiner sieht, findest du auch nicht statt. Und jetzt gibt es eine Sache, die anscheinend für junge Menschen sehr schwer ist. Ihr müsst dranbleiben und durchhalten. 2 Wochen lang täglich auf TikTok posten reicht nicht aus. Bei mir hat es über ein Jahr gedauert, bis ich sagen konnte, okay, es bringt etwas. Also mach dich sichtbar und bleib vor allem dran. Und wo wir schon beim Geldverdienen sind, habe ich jetzt ein Angebot für euch. Viele fragen mich, ob ich mir mal einen Song anhören kann. Ja, das kann ich. Ich kann dir sogar ein ausführliches, fundiertes Mix-Feedback geben. Dazu klickst du den Link in meiner Bio oder schickst mir eine E-Mail an osmator@osmator.com. Und was das kostet, erfährst du, wenn du mir geschrieben hast. Ich hoffe, dieser Beitrag hat euch gefallen. Abonniert mich, gebt mir ein Herzchen, gebt mir ein Like, folgt meinen Kanälen. Nächsten Sonntag bin ich von 16 bis 18 Uhr wieder live auf TikTok und beantworte alle Fragen rund um die Musikproduktion. Und zu guter Letzt, seid bitte lieb zueinander. Es ist nämlich eigentlich ganz einfach, kein Arschloch zu sein. Bis dann. Ciao.